Agathion spricht dich an. Lange wirst du es nicht mehr machen, aber ich gebe dir noch eine Chance. Wenn du mir gibst, lasse ich dich laufen. Was bist du denn für ein Geldeintreiber? Nie und nimmer. Dann spiele ich jetzt mit dir, bis es weh tut. Pass auf, Alter, ich kann schlimmer... Ich kann schlimmer mobben als, als diese, Diamonds. Das zeige ich dir gleich mal. Außerdem habe ich einen Diamond dabei, der mobbt dich. So, mal schauen. Schwäche, Eis und Dunkelheit. Schwäche, Elektro. Ja, dann nutzen wir das direkt mal aus, würde ich sagen. Zio. Strike! Okay, das ist Agathion, macht noch auf den mit Zio und der könnte dann tot sein, eventuell. Skills. Eis hatte der, ne? Eis, sehr schön, das passt doch. Boom. Judgment. Skills. Zio. Wurf. Und du, komm, wir haben noch drei Runden, Angriff. Obwohl, was haben wir noch so? Eisen? Eisen kennen wir. Und den Rest auch. Könnte Eis machen. Ja, komm, was soll's, du hast volle MP. Von wegen, er lässt uns nochmal laufen. Okay, wir sind Level 11. So, was erhöhen wir? Stärke oder Magie? Alter Schwede, das steigt auch gar nicht, oder? Wir erhöhen mal. Oh. Die Magie erstmal. Und ich glaube, alles Optionale werden wir jetzt erstmal für eine lange Zeit auf Stärke und Magie setzen. Ich bin nämlich eigentlich mehr so der Typ, der voll auf Damage geht und nicht auf den anderen ganzen Quatsch. So, mal schauen. Da würde ich gerne hin. Kommen die hier hoch? Ich weiß nicht. Erstmal das da. Die kommen hier hoch. Ui. Ich habe den getroffen, ne? Ich meine schon. Ja, wir fangen an. Cool. Zio. Die sind Level 11. Das heißt... Moment. Ich muss den ja jetzt gar nicht fusionieren. Scheiße, wir haben Vollmond. Lass uns nicht quatschen, sondern kämpfen. Das habe ich schon wieder ganz vergessen. Ich habe nicht drauf geachtet. Ja, mein Fehler. Eis. Nee, Eisresistenz. Zio gut. Zio. No, no. Irgendwie ist der Engel witzig. Judgment. No, no. Zio. Cool. Der ist schon mal weg. Gilt. Nee. Wofu nicht. Sowieso irgendwas physisches, würde ich sagen. Ja, komm, beißen. Lecker Fisch. Skills. Machen wir Skill? Wir haben noch zwei Runden. Angriff. Nee, komm. Stimmt, wir sind aufgestiegen. Das heißt, wir haben wieder volles Dings. Magie. Dann kannst du angreifen. Und du auch. 12 wirst du ja wohl hinkriegen. Als Topf, genau. Boom. Der Topf haut seinen Deckel auf seinen Kopf. So, mal schauen. 297 EP, das ist doch gut. Dann machen wir Diamond hier noch fix Level ab. Sandmann dabei. Was hatte der Sandmann noch gleich? Elektro. Alles Elektro hier. Ey. Ich glaube, wir gehen tendenziell mehr auf Magie. Weil immer wenn wir Level abkommen und wir steigen momentan oft auf, füllt sich ja alles auf. Also. Nur Elektro. Nur Elektro. Boom.
Elektro. Judgment. Skills, Elektro. Boom. Jo, voll gegrillt. Angriff. Und Angriff. Ich glaube, wir fallen jetzt runter. Die Mandragora ist aufgestiegen. Wir sind schon unten, okay. Da fliegt noch so ein Vieh rum. Ich würde aber gerne die nächste Mondphase abwarten. Die müsste eigentlich relativ schnell kommen, denke ich mal. Oh, da liegt was. Hier so. Da kann ich... Ach so, okay. Toll. Die Treppe. Okay, Mondphase. Treffer. Wir müssten, denke ich mal, Platz haben. Also, Talk. Ist er noch gut drauf? So sieht man sich wieder. Der Dämon, der mir nicht gewachsen war. Genau. Seitdem bist du wohl hoffentlich deutlich mächtiger geworden, oder? Nicht schlecht, nicht schlecht. Dann schließe ich mich dir gern an. Schön. Ich bin Azumi. Dann zeig mal, was du kannst. Cool, wir mussten nichts weiter machen. Einmal an Text hat gereicht. Das ist nett. Okay, cool. Dann gehen wir mal kurz ins Menü, analysieren wir ihn mal direkt. Dass das immer hochspringen muss, wenn man nur einen kleinen Ticken nach rechts kommt. Wo ist denn der jetzt? Da ist schon alle. Ja, okay. Stimmt, wir hatten ihn ja schon kaputt gehauen. Quests, Essenz, ja, wissen wir. Was ist das? Mehr von denen, okay. Ich hätte gern das Zeug. Na, nicht hoch. Das ist blöd. Das nehme ich mit, auf jeden Fall. Wo denn? Da. Ach so, ich kann von hier oben da runterspringen. Kann ich. Nachsehen. 40 Macker, wow. Da ist ein Abszess. Da ist der Abszess, den ich killen will. Cool. Oh, der beschwört direkt. Ne, die wollen wir jetzt nicht. Ich würde gerne erstmal vorher fusionieren. Damit auch die richtigen Monster die EP kriegen. Weil Abszess gleich viel EP und so. Und seine Quest können wir vorher eigentlich auch noch kurz machen. Ich da nichts dagegen. So, hier irgendwo war doch... Muss ich weiter hoch? Muss ich, okay. Welt der Schatten. Als erstes dieses Meeresgetier eintragen. Es scheint, als hätten sich die neue Wunder eröffnet, aber überzeuge dich selbst. Kompendium. Eintragen. Mal schauen. Wieso kann ich dann den Meeresfreak jetzt wieder nicht eintragen? Ist der automatisch eingetragen? Oh, ich kann da das Kompendium ansehen. Der ist eingetragen. Okay, gut. Fusion. Ha. Spezialfusion. Eine neue. Mal schauen. Wir brauchen noch zwei weitere. G-Ray. Wieso steht da G-Ray? Das kann nicht zweimal das gleiche Monster sein. Wir dürfen nicht zweimal das gleiche Monster haben. Keine Ahnung. Ergebniskompendium Fusion. So, mal schauen. Genau, den Typen wollen wir. Den da. Turdak. Und wir wollten dafür. Wir können jetzt auch den nehmen. Aber nein, wir wollen.
Ist Daimon jetzt schon das Level ab, das ich wollte? Moment, warte mal. Y. Shit. Nein, ich wollte auch das Team ansehen. Prüfen. Wo ist er? Da ist er. EP, nee, dem fehlt noch ein bisschen. Genau, Modo würde ich nämlich ganz gerne weitervererben. Aber Moment, der ist ein Angriffstyp, ne? Ja, aber wir haben hier kaum Angriffsfähigkeiten. Das heißt, ich möchte gerne Modo mit weitervererben. Okay. Dann soll er jetzt erstmal seine Freunde abschlachten. Das macht er schon. Ist cool. Die sind ja hier. Zuhauf. Oh. Wir wollen auch direkt alle was. Na sowas. Dann sollen sie bekommen. Angriff. Angriff. Ja, Judgment, du mich auch. Wir machen mal Zio auf ihn. Ja. Weak. Angriff. Auf ihn. Und Angriff. Das war wirklich nicht viel EP. Aber es könnte fürs Level-Up noch irgendwie reichen. Der ist ja direkt vor uns. Gleich weiter. 4! Hui. Okay, dann nutzen wir doch mal hier irgendwie CO. Skills, Hammer. Die sind doch auch gegen Licht, oder? Ja, genau, sind sie. Voll der Hammer. One-Hit, sehr schön. Skills. Zio. Skills, Angriff. Das schafft er. Jawohl. Skills. Zio. Ja. Skills, Angriff. Das schafft er. Skills, Angriff. Oh, hat er geschafft. Hätte ich jetzt nicht erwartet. So, theoretisch habe ich jetzt schon 6 besiegt. Aber vielleicht muss ich auch 3 Gegner-Einheiten töten. Ja, doch, habe ich. Okay, cool. Dann geben wir mal schnell die Quest ab. Vielleicht kriegen wir dadurch noch die benötigte EP. Das wäre schon cool. Da geht's hoch. Was fliegt da? Da ist wieder geflogen. Und da ist er. Hallo. Hallo, habe ich gesagt. Du bist der King. Dieser Daimon-Bande hast du es aber gezeigt. Meine Freunde springen aus dem Pott vor Freude. Vielen, vielen Dank nochmal. Quest-Dämonen-Mobbing abgeschlossen. Agathion-Essenz erhalten. Ja, nehme ich. Auch EP? Bitte EP. Ja, EP. Cool. Und da haben wir das Level für unseren Daimon. Schön. Er ist auch ein Level aufgestiegen. Cool. Yes. Die Slots sind belegt, okay. Tilgung von einem Statuseffekt bei einem Mitstreiter. Ja, also wenn wir Wiederbelebung lernen, muss auf jeden Fall Zio weg. Ich glaube, das mit den Statuseffekt-Dingern lassen wir erstmal. Nicht annehmen. Ja. Und der lernt jetzt bestimmt Dialyse. Hey, gefällt dir dieser neue Skill? Wir Dämonen haben echt was drauf. So, mal schauen. Du hast, ich will jetzt nicht sagen viel Magie, aber ein bisschen Magie. Kann Schlafzustand auslösen. Ja, das ist. Es ist halt physischer Schaden, ne? Aber theoretisch haben wir eigentlich genug Heilung.
Komm, lassen wir. Das kostet ihn sowieso 8 EP, MP, das ist viel. Die Fee hat nur 6 bezahlt. Dann hatte die Fee auch noch Plus drauf. Komm, weg. So, schön. Und er hat jetzt Mudo. Dieses Skill ist einfach... Okay. Was schmeißen wir weg? Feuerschaden, Eisschaden. Aber ich glaube, wir schmeißen den Eisschaden weg. Ja. Und er auch nochmal. Er lernt jetzt bestimmt den Er lernt nicht den Zahnbrecher. Okay, da hinten wollen wir hin. Dann können wir jetzt endlich fusionieren. Unseren Knochenfreak. Welt der Schatten. Aber mit dem Topf da in unserem Team bin ich irgendwie nicht ganz so zufrieden. Ich weiß nicht. Der könnte magisch noch ein bisschen mehr drauf haben, finde ich. Fusion, genau. Zack. Und den da. Und wir möchten einsetzen die da. Genau. Das klingt nach einem guten Plan. Kritisches Schwert und so. Okay, mal gucken. Beißen. Noch stärker bei kritischem Treffer. Ja. Grammschnitt hat er schon. Hohe Chance auf kritischen Treffer. Ja, das ist gut, wenn ich mal etwas mehr physischen Schaden will als normaler Angriff, aber nicht so extrem viel brauche. Ja, den nehmen wir mit. So, und Mudo und Lebensentzug. Würde ich sagen. Dunkelheitsschaden passt einfach zu dem. Und wir haben ansonsten auch keinen Dunkelheitsschaden irgendwie dabei. Lebensentzug. Ja, das gefällt mir. Fusion. Ha! Ich würde sagen, als nächstes ersetzen wir auf jeden Fall den Pott. Man geht auf den Pott, aber man hat keinen Pott in seinem Team. Wirklich jetzt. Weil so ein mobiles Klo dabei haben, ist eigentlich auch nicht schlecht, oder? Sehr schön, dann können wir gleich, denke ich mal, den Abszess angehen. Ja, mit seinen coolen Schwertern. Ich bin Turdak. Schätze, jetzt kämpfen wir zusammen. Turdak. Cool. Okay. Du siehst auch freakig aus, oder? Sukunda und Sukukaya. Alles klar. Senkt Trefferrate ausweichen. Senkt Trefferrate ausweichen. Was? Von einem Mitstreiter? Hast du gesoffen? Wer will denn sowas? 2 bis 3 mal leichter physischer Schaden bei einem Gegner, ja. Tilgung von Start. Nee, den finde ich gar nicht cool. Ich meine, ja, wir werden ihn einmal irgendwie machen, um ihn ins Kompendium aufzunehmen. Damit wir daraus weiter beschwören können, aber sonst ist der voll Müll. Seejungfrau haben wir gesehen, brauchen wir nicht. Und der ist Level 12 ebenfalls. Alles klar. Ups. Okay, der hatte Wind. Macadamia. Kann bei einem Gegner Versiegelungszustand auslösen. Ich denke mal, Versiegelung heißt bestimmt, dass die dann keine Magie einsetzen können. Windschaden bei allen Gegnern. Okay. Und der hat auch mehr Magie als hier unser Topf. Das finde ich jetzt nicht so schön, aber naja.
Eine Möglichkeit, ne? Wie war das mit ihr? Hat auch mehr Magie. Sturmlied. Eisschaden bei zufälligen Gegnern. Domina. Schlaf. Verzauberung. Steigert 3 Runden lang von einem. Ja. Na, ich weiß nicht. Allenfalls wegen den Werten, ne? Aber sonst.